Hallo und einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Ich freue mich, dass du da bist und dass du einsteigst in unseren Livestream. Heute ist der 19. März 2021. Mein Name ist Silke Schäfer und ich freue mich, dass wir diesen einen kosmisch betrachtet, ein sehr heiliger Moment heute. Was läuft da im Kosmos? Es ist so, dass dieser Tag, dieser 19. März 2021, der Moment ist, wo wir sehen, wie wir sozusagen durch die kosmische Spalte floaten hinein in das neue Zeichen Widder. Und mit dem Zeichen Widder beginnt der Tierkreis. Du weißt genau, wir haben 12 Tierkreiszeichen, 12 Sternzeichen, und das erste ist das Zeichen Widder. Und mit Widder beginnt immer etwas. Widder ist ein Feuerzeichen, eine Feuerenergie, und zwar die Energie des ersten Zeichens von den 12. Und das erste heißt nicht das Beste, sondern es ist nur das erste, mit dem der sogenannte kosmische Impuls beginnt. Ja, das kosmische Urfeuer wird das Widderfeuer auch genannt. Und jetzt in dieser Nacht vom 19. März auf den 20. März 2021 bewegt sich jetzt aus der Sicht der Erde die Sonne hinüber über diese sogenannte kosmische Spalte in das Zeichen Widder. Die kosmische Spalte ist dieser Moment, dieser hauchdünne Moment zwischen dem Fischezeichen und dem Widderzeichen, wenn die beiden sich sozusagen berühren. Und wir nennen das in der Astrologie das Ende und der Anfang, ja, des Tierkreises, die sich berühren. Du kannst auch sagen, Himmel und Erde berühren sich. Wir kommen sozusagen aus dem Schließen des Kreises hinein in das Öffnen des neuen Tierkreises. Und du kennst das aus The Circle of Life, ja, aus dem schönen Musical, wo es darum geht, dass wir immer und immer und immer und immer wieder die Runde ziehen. Wir kommen immer wieder. Irgendwo steigen wir ein in diesen Kreislauf, irgendwo steigen wir wieder aus. Und dieses Mal jetzt, am 19. März 2021, ist wieder einer von den vielen Zyklen zu Ende, aber eben doch ein wichtiger, weil dieser kosmische Impuls, dieser Widderimpuls jetzt beginnt, wieder stärker zu feuern. Und das ist ja nicht nur einfach nur draußen, sondern es feuert durch dich, durch uns alle. Und ich zeige dir das mal im Horoskop, in der Zeichnung. Und zwar kannst du sehen in der Zeichnung, wo hier auf 9 Uhr sozusagen die kosmische Spalte sichtbar ist, dort, wo sich das Zeichen Fische und das Zeichen Widder berühren. Es ist ein fließender Übergang, ein Floating, ja, hinein in die neue Runde. Und du siehst, wir haben nicht nur die Sonne, die über dieses Zeichen jetzt wandert, sondern wir haben auch noch die Venus dabei. Die Venus ist das sogenannte aufnehmende Prinzip. Es ist die Göttin der Liebe, der Schönheit, der Kunst, der Kultur. Es ist die Göttin, ja, die Aphrodite sozusagen, wenn wir weiter zurückschauen in der History. Es ist diese Qualität der Anmut und die Qualität vor allem des Miteinander. Weil die Venus repräsentiert auch das Thema Partnerschaft. Partnerschaft mit jemandem im Außen oder auch Partnerschaft du mit dir da im Innen. Und diese Themen jetzt mit dem Floaten in die neue Runde hinein, mit der Venus, die mit im Feld ist und sozusagen parallel mit der Sonne jetzt das Zeichen wechselt, hat ganz stark jetzt auch einen Impact auf all unsere Partnerschaften. Wie gesagt, die waagerechten mit einem Gegenüber und die senkrechten, du mit dir selbst oder eben mit deinem höheren Selbst. Und du siehst auch im Horoskop, dass jetzt im Moment der laufende Mondknoten, wo es um die Bestimmung geht, in das Zeichen Zwillinge zeigt. Das ist da unten auf 3 Uhr in etwa. Nein, da unten nicht 3, das ist da unten auf ungefähr 7 Uhr. Und diese Zwillinge-Energie zeigt sozusagen durch den kosmischen Scheinwerfer, was überhaupt das Thema ist. Das Thema unserer Bestimmung. Und der wechselt auch immer, der Mondknoten. Im Moment hat der Mondknoten Besuch vom Mars, quasi das Pendant zur Venus. Und diese 3 Tage ist auch der Mond
genau in dem Feld. Und zwar diese 3 Tage vom 19. März, 20. März und 21. März, während wir miteinander durch die sogenannte kosmische Spalte hindurch floaten. Und die Ansage jetzt mit diesem neuen Impuls, der kosmisch gesetzt wird, ein neuer Impuls, kosmisches Feuer, was jetzt aktiviert wird im Bewusstsein von den vielen, also auch von dir, hat die Aufgabe, das sind wir am Mondknoten, hat die Aufgabe zu erkennen, was willst du wirklich? Was willst du wirklich? Und das in Kombination mit dem Thema der Partnerschaften, die sich jetzt weiterentwickeln in die Neuzeit hinein. Du hast vielleicht schon ein bisschen mitverfolgen können, dass wir definitiv jetzt ganz klar in einer neuen Zeit angekommen sind. Der 20. Dezember 2020 und der 21. Dezember 2020 und der 22. auch noch, die miteinander, war der Beginn einer ganz starken neuen Frequenz. Und das ist die Wassermann-Frequenz. Ich spreche hier noch nicht vom Wassermann-Zeitalter, sondern von der Wassermann-Frequenz. Und die Wassermann-Frequenz wird stärker. Und das hat ganz stark zu tun eben mit der Neuzeit. Und jetzt, an diesem heiligen Moment vom 19. März, floaten wir hinein in einen neuen Zyklus, der darauf basiert, dass wir eben auch in diese Neuzeit hineinwachsen, in Zusammenhang mit Partnerschaften, mit neuen Partnerschaften, die sich ausrichten, wo es nicht mehr darum geht, sich gegenseitig zu bekämpfen oder sich nicht zu trauen, sich zu misstrauen zum Beispiel, sondern wo wir miteinander anfangen, uns in Liebe zu begegnen, so wie es auch gedacht ist. Und dazu gehört eben dieser Impuls mit Mars. Was willst du wirklich? Bist du authentisch und richtig unterwegs mit dir und mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner? Oder auch du mit deinem höheren Selbst? Das sind alles jetzt Themen, die kommen ganz stark in Schwingung. Und weißt du, was das Tolle ist? Mit diesem neuen Impuls, der jetzt beginnt, mit dieser Widerenergie, mit diesem kosmischen Urfeuer, was durch uns anfängt zu feuern, beginnt tatsächlich eine ganz starke, wirklich starke Kraft, sich bemerkbar zu machen. Wir nennen das natürlich Frühlingsbeginn, das ist das eine, oder Frühlingsputz ist das andere, wo die eine oder anderen plötzlich diese Energie auch in Aktivität so umleiten mögen, dass du Lust hast, mal alles wieder auf Vordermann oder Vorderfrau zu bringen, indem du die Energie aktiv putzend einsetzt. Ist immer eine coole Sache, putzen ist immer toll, weil da kommst du ganz stark immer wieder bei dir an. Also putzen hat eine hochspirituelle Dimension. Das Tolle ist, dass dieser Übergang über die kosmische Spalte jetzt, und da können wir das Horoskop wieder ausblenden, dass der Übergang über die kosmische Spalte jetzt alle betrifft. Das ist ein mundanes Thema, nennen wir es, also weltweit betrifft uns alle. Und du kannst fühlen, dass ab morgen, ab dem 20. März um 10.37 Uhr, wenn es dann definitiv der Moment da ist, der eigentliche Moment, wenn die Sonne in das Zeichen Widder hineingeht, das ist dann der astrologische Frühlingsbeginn. Und du kannst beobachten, ab dann werden diese feurigen Energien stärker. Also wunder dich nicht, wenn du plötzlich Lust hast, mehr in Bewegung zu gehen, weil wir hatten jetzt eine ganz schöne Zeit die letzten Wochen, wo mehr und mehr es eher so in den Rückzug ging mit ganz vielen Traum- und Wunderkonstellationen. Und jetzt weht ein neuer Wind. Und diese Zeit wird sehr intensiv werden, die nächsten 4 Wochen, insbesondere mit einem starken Höhepunkt zum, du kannst es schon erahnen, zum Neumond im Zeichen Widder. Wenn Mond und Sonne zusammenkommen, wie ein Samenkorn, im Zeichen Widder, im Zeichen des Anfangs, des kosmischen Feuers, das ist dann der eigentliche Jahresbeginn, der astrologische Jahresbeginn. Und auch den werden wir live streamen und feiern, auch wieder hier auf YouTube. Wir nennen das dann die Drachenmeditation. Heute wollen wir uns hineinbegeben in das Floating, in diese sozusagen wie in ein wärmendes Bad uns hineinlegen, in den Beginn dieser Widderenergie, die anfängt ab morgen, ab dem 20. März, immer stärker durch dich spürbar zu sein.
weil das Universum, ja, hat wieder einen neuen Plan. Und dieser Plan drückt sich aus durch diese kosmische Feuerenergie. Die wirst du fühlen durch Kribbeln im Bauch, in den Füßen, in den Schultern, in den Sexualorganen. Es wird anfangen zu kribbeln. Auch wenn jetzt, so wie heute bei uns, es noch schneit draußen. Es ist der innere Frühling, der jetzt beginnt. Und das Aufstehen, das Auferstehen ist ja immer das, was wir dann an Ostern erleben werden, erfahren werden. Aber Moritz Schneider und ich haben uns vorgestellt und gewünscht, dass wir heute mit euch und mit ganz vielen Menschen, die sowieso alle jetzt am Meditieren sind, hineinfloaten in diese neue Energie, in diese sehr schöne Energie des neuen Zyklus. Wie gesagt, heute noch ganz sanft, am 11. April, das ist ein Sonntag, floaten wir dann mit der Drachenenergie hinein in den Neumond des Zeichens Widder. Das wird noch eine etwas andere Kraft geben, zumal wir dann auch noch 5 Planeten im Widderzeichen haben. Das ist ziemlich viel kosmischer Power. Also, was ich damit sagen möchte, lehn dich ein wenig zurück, nimm einen tiefen Atemzug, genieße diese Zeit, floate mit uns und ganz vielen Menschen einfach hinein in diese neue Qualität, die jetzt beginnt. Es sind diese 3 wunderbaren Tage jetzt, wo wir uns in dieser sogenannten kosmischen Spalte eben befinden, 19., 20. und 21. März 2021, der Moment, wo die Sonne über die kosmische Spalte wandert. Also jetzt lass uns baden in der Frühlingsenergie, für die Moritz Schneider wieder wunderschöne Musik zusammen komponiert hat und ich ein paar Worte dazu spreche. Und so lade ich dich ein, mach es dir bequem. Ich nehme an, du hast alle elektronischen Mittel jetzt ausgestellt, sodass du dich voll und ganz einlassen kannst auf ein gemeinsames Miteinander. Und auch wenn wir uns ja nicht sehen, du weißt, wir sind absolut von unseren Herzen her energetisch und vom Bewusstsein her miteinander verbunden. Wir waren es immer schon. Und in der Quantenphysik spricht man von der universellen Verschränkung. Blödes Wort, hä? Aber universelle Verschränkung, das trifft es so auf den Punkt. Es ist diese Verschränkung des Ineinanders. Alles, auch was unsichtbar ist, alles ist miteinander so verschränkt, also das weiß man wissenschaftlich, dass in dem Moment, wo du einen Impuls setzt in das Feld hinein, das gesamte Feld mitgeht. Also du ziehst sozusagen an einer Ecke vom Universum und das gesamte Universum geht mit dir mit. Weißt du, was das heißt? Das heißt, du bist ganz schön powerful. Und das würde ich dir gerne mitgeben auf dem Weg heute, dir dessen immer wieder bewusst zu sein. Jede Handlung, und davon wird es jetzt mehr werden in der nächsten Zukunft, mit dieser steigenden Widderenergie, jede Handlung hat eine Auswirkung immer auf das Ganze. Also sei dir deiner Handlungen bewusst, sei dir deine Gedanken bewusst, die du denkst, sei dir deiner Gefühle bewusst, die du fühlst. Und jetzt seid ihr ganz einfach bewusst, dass wir viele sind, die miteinander gemeinsam hineinfloaten in diesen neuen Zyklus, den wir auch Frühlingsbeginn nennen auf unserer nördlichen Hemisphäre und diesen Widderimpuls, der auch auf der südlichen Hemisphäre von Planet Erde selbstverständlich in Bewegung kommt, diesen Impuls eine Richtung geben mögen. Und diese Richtung, die lass uns mit offenem, mit geöffnetem Herzen, mit ganz viel Hingabe, mit ganz viel Freude, mit ganz viel Verbundenheit und mit ganz viel Liebe füllen. Und weißt du, was das für ein Power hat, wenn wir gemeinsam meditieren und dieses wunderbare Feld der Liebe zum Vibrieren bringen, hat das einen immensen Impact. Nicht nur auf die ganze Menschheit, auf die ganze Welt, auf Planet Erde, sondern weit darüber hinaus geht es durch den ganzen Kosmos. Universelle Verschränkung. Cool, hä? So, lass uns heute einen wunderschönen, liebenden Impuls geben. Wir modulieren sozusagen auf diesen Impact durch die kosmische Spalte hinein in diese Widderenergie
unsere guten Gedanken, unsere schönen, liebenden Gefühle des Miteinanders, indem wir still werden, indem du der Musik lauscht, indem du deine Bilder kommen lässt, indem du nichts denkst, sondern dich einfach mal hingibst in das, was jetzt durch dich, durch den Kosmos und durch die vielen miteinander entstehen möchte. So lade ich dich ein, atme ruhig, mach es dir bequem. Du kannst gerne die Augen schließen, es gibt nichts zu schauen. Und du kannst dich ganz der Meditation des großen Erwachens hingeben, weil es ist dieses Frühlingserwachen, das Awakening der vielen, der Impuls, der Lebensimpuls aus der Urquelle, ja, aus dem Kosmos, mit dieser Widderenergie beginnt uns zu erwecken. Du musst nichts tun. Du brauchst dich nur in diesem Bewusstsein hingeben. Und so lass uns das Feld der vielen ins Vibrieren bringen. Der Atem geht ruhig. Wir haben ungefähr 30 Minuten jetzt gemeinsam in dieser Meditation. Und nachher sehen wir uns wieder. Also, der Atem geht ruhig. Der Körper ist ganz entspannt. Und so beginnen wir gemeinsam die Meditation zum großen Erwachen. Atem geht ruhig und tief. Deine Sinne gehen nach innen. Alles in dir sammelt sich. In Freude auf das große Erwachen. Der Atem geht ruhig. Und so lausche der Natur. Lausche mit deinen inneren Ohren. Schaue mit deinem inneren Auge. Fühle mit deinem Herzen. Der Atem geht ruhig und tief.
Du hast lange geschlafen. Einen heilsamen Schlaf. Denn die Natur läutet die nächste Stufe ein. Die nächste Stufe des Bewusstseins. Beginnt zu erwachen. Spüre gut hinein in deinen Körper. Wie dein Körper in Resonanz geht mit dem Körper von Planet Erde. Allen Lebewesen auf Planet Erde. Wir alle können es fühlen. Herzen, im Körper. Wir können es fühlen. Wie sich etwas ganz Besonderes vorbereitet. Im Universum. Es ist eines der Portale, die sich nur einmal im Jahr für uns Erdlinge öffnet. Alle Lebewesen auf Planet Erde können dies fühlen. Denn alles um uns herum ist bereit, für
für eine ganz besondere Konstellation. Und so bist es auch du. Ein freudiges Nichtwissen durchströmt dich. Ein freudiges Ja erfasst all deine Zellen. Dein Blick geht nach innen. Deine 350 Milliarden Zellen korrespondieren mit den 350 Milliarden Galaxien. Und für uns auf Planet Erde. Formt sich dieses Portal. Weil die kosmische Regie dies so bestimmt hat. Der große Plan des Universums, der weit über unseren Verstand hinaussteigt, kennt die nächsten Schritte. Du hast lange geschlafen und kannst es fühlen, dass sich etwas Neues anbahnt, neue Möglichkeiten, neue Chancen, neue Aufgaben. Spüre diese tiefe Heilung, die eintreten darf, weil du weißt, der Zyklus ist vollendet. Wie jedes Jahr um diese Zeit und ein neuer Zyklus bahnt sich an. Das Ende ist immer der Anfang. Und so atme noch einmal hinein. In deine Erfahrungen des letzten Jahres. Die dich erreicht haben. Die dich geweckt haben. Die dich durchgeschüttelt haben. Die dich vielleicht auch haben verzweifeln lassen.
tief hinein in all diese Erfahrungen, die jetzt im Schmelztiegel des neuen Zyklus sich in Heilung begeben können. Atme diese frische Luft ein, hinein in all deine Erfahrungen. Und atme die Liebe aus, die durch dich in die Welt strömen möchte. Zyklus schließt sich jetzt. Du darfst dich hingeben. Tiefe Heilung durchströmt deinen Körper. Denn jetzt ist es gut. Fühlen in deinem Körper. Und du kannst mit tiefer Dankbarkeit antworten. Wie immer mehr Menschen es fühlen. Diesen neuen göttlichen Impuls. Der immer mehr Menschen erwachen lässt. Kannst es fühlen. Wie immer mehr Menschen erwachen. In diesem Raum der kosmischen Spalte. Dieses Portales. Sind die Schwingungen so hoch, dass dich eine Leichtigkeit ergreift und eine Freude. Und ein Gefühl der unendlichen Liebe. Einfach so.
Wir floaten miteinander hinein in dieses Portal, wo sich Ende und Anfang berühren. Konstellation des tiefen Friedens erfasst uns alle. Dieses Portal ist so mächtig. Und unzerstörbar. Und so kraftvoll. Das sich nicht nur auf einen Ort oder einen Menschen bezieht. Sondern für den gesamten Planeten. Innerhalb dieses wunderbaren Universums. Dieses Portal lässt uns erwachen. Es braucht nur deine Entscheidung. Und deine Bereitschaft, in eine höhere Frequenz zu wechseln. Eine höhere Frequenz der Liebe, der Freude und der Gnade. Und so schaue, immer mehr Menschen erwachen. Immer mehr Menschen erwachen. Immer mehr Menschen erwachen. Fühle es in deinem Herzen, die Verbundenheit als eine Menschheit. Fühle deine Verbundenheit mit dem Herzen der
der Menschheit. Die Freude und der Frieden und die Liebe strahlen aus dem Herzen der Menschheit. Geführt durch die Quelle allen Seins. Durch dein Herz. Du kannst es fühlen. Immer mehr Menschen erwachen. Die Konstellation ist perfekt. Perfekt ausgerichtet. In einer Reihe mit ganz vielen unserer Planeten, Sonnensysteme. Galaxien hinaus durch das gesamte Universum, von dem wir alle ein wichtiger Teil sind. Finde deine Entscheidung. Denn ein neuer Zyklus beginnt. Wir floaten durch dieses Portal. Das sich einmal im Jahr für Planet Erde öffnet. Fühle deine Entscheidung. Mit dem Herzen. Was möchtest du zurücklassen? Was hat ausgedient? Welche Erfahrungen sind erfüllt? Welche Teile von dir sind integriert? Das Fühlen. Und so gib all dem, was du zurücklassen möchtest, mit einem liebenden Blick. Die Ansage, es ist gut. Und schau, wie es davon fließt im Strom des Lebens. In großer Dankbarkeit für die Erfahrungen des letzten Jahres. Und so wende dich jetzt dem Portal zu. Mit tiefem Frieden in deinem Herzen. Und schaue, so viele Menschen sind am Erwachen. Ein gigantisches Netzwerk von erwachten Menschen. Verteilt sich über den gesamten Planeten Erde. Es geht ein Strahlen hindurch,
ein freudiges Vibrieren. Mit dieser unendlichen Kraft, die direkt aus dem Herzen kommt. Der Kraft der Liebe und des Friedens. So gehen wir alle gemeinsam durch dieses Portal in einen neuen Zyklus. Als Friedensbringer, als gelebte Liebe, als eine Menschheit. Und so werden wir gesegnet in diesem Portal des Übergangs. Begleitet von den schönsten Chören der Engel. Geführt von hohen Lichtwesen der Weisheit und der Liebe. Wir sind gesegnet. Durch die höchsten Instanzen dieses Universums. Immer mehr Menschen erwachen. Halte diese Frequenz der Freude, der Liebe und des Friedens. Du in der Menschheit. Gitternetz von Planet Erde im Universum. Das große Erwachen führt uns in das Frühlingserwachen. Entscheide weise. Wir sind viele. Und so leuchtet dieses Portal für alle. Welch ein heiliger Akt.
das für ein heiliger Akt? Ich danke dir. Und so verweile, wenn es möglich ist, noch ein bisschen in dieser Energie. Es ist der erste Tag von drei, wo dieses Portal so offen ist, dass wir hindurchfloaten in den neuen, großen, wichtigen Zyklus. Lass auch diese Energie hindurchströmen durch all deine Zellen in deinem Körper und verweile noch ein wenig. Lass es sich richtig setzen in deinen Zellen, diese hohen Schwingungen. Und so nimm dir, wenn du magst, ein bisschen Zeit, heute Abend noch, morgen den Tag durch. Und wenn es passt, auch noch übermorgen. Du kannst immer wieder in diesen drei Tagen dich hineinschwingen in dieses floatende Gefühl, durch dieses Portal hindurch zu fließen mit ganz vielen Menschen. Bleibe, wenn immer möglich, im Herzen. Bleibe, wenn immer möglich, in der Liebe. Und wisse, wir modulieren diesen kosmischen Urimpuls jetzt mit ganz viel Liebe. Ich danke dir. Und wenn du magst, sehen wir uns nächste Woche bereits wieder zum Livestream zum Vollmond. Und dann selbstverständlich auch zum Livestream, zum Jahresbeginn, zum Widderneumond vom 11. April. Aber jetzt lass uns floaten. Ich danke dir. Namaste.